Weiß keiner, wo man Beeren bekommt, zufällig. In welchem Dorf ich jetzt welche kaufen könnte. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal irgendwo gesehen habe. Aber es sind halt alles Unreife. Das heißt, ich kann die Quest gar nicht machen, weil es momentan einfach nicht die Jahreszeit ist für Beeren, leider. Tja, unlucky. Dann halt nicht. Da kann ich es jetzt auch nicht ändern. Ich kann nämlich keine pflücken momentan. Im Sommer sind die ja erst die Reifenbeeren, soweit ich weiß. Asche Optimist erinnert mich so an Asche Opterix. Den Dino bei Ark. So, sonst haben wir momentan nicht wirklich eine Quest offen hier, ne? Die wir machen können. Leider nicht. Gut. Die Quest wird auf jeden Fall verfallen, ja. Definitiv wird die verfallen. Aber kann ich jetzt auch nicht ändern, weil. Ja. Was willst du machen? Wobei ich mich hier. Warte mal. Irgendwo meine ich. Bist du das vielleicht gewesen? Nee, du warst es nicht. Nee. Warte mal, Unigos war es auch nicht, oder? Ja, der hat nur meine unreifen Beeren. nee. Ich war der Meinung, ich hätte hier mal irgendwann jemanden gesehen, der hatte auch Beeren dabei. Aber es könnte auch sein, dass ich dem die verkauft hätte. Was machen Sobi mir hier auf dem Dach? Ich glaube, er will sich das Leben nehmen. Ja, GZ-Ninja. Endlich wieder TÜV. Hallo, so spät ist er noch gar nicht. Steh doch auf. Ja, Subimir hatte, glaube ich, auch nichts. Hey, Subimir. Hallo? Dachreparaturarbeiten. Ja, ich glaube auch. Nee. Frieda steht auch auf dem Dach. Was ist denn hier los? Ist Hochwasser angekündigt worden oder so? Drüben im anderen Dorf könnte ich nochmal schauen. Aber ich glaube, die hatten auch nichts. Ich wüsste jetzt auch ad hoc nicht, wo wir Beeren kaufen könnten. Ja, das andere muss ja dann seine Frau gewesen sein. Ist nämlich auch nicht ganz dicht. Ja. Ich weiß, dass ich es nicht mehr schaffe. Ich will es probieren. Wenn es jetzt hier auch nichts gibt, dann gehe ich schlafen. WTF, warum stehen die alle auf dem Dach? So kann ich die natürlich nicht anquatschen. Huch, jetzt ist er weggebackt. Was ist denn hier los? Hallo, ist da oben jemand? Stand doch gerade noch da oben. Ach, jetzt ist sie hier. Okay. Du Ida, hast du zufällig.
Ne. Ne. Ja, ich glaube, das kann ich wirklich nirgends verkaufen. Na gut, dann gehe ich jetzt schlafen. Nützt ja alles nichts. Dann haben wir Jahreszeitenwechsel. Naja. Angst vor mir, meinst du, deswegen gehen die aufs Dach hoch? Na, ich hoffe nicht, weil eigentlich tue ich denen ja nichts. Ich tue denen nur einen Gefallen. So, dann müsste jetzt Sommer, ne? Müsste jetzt kommen. Ja, wenn ich dann gerade nicht selbst am Stream bin, André, dann kann ich auch vorbeikommen. Immer bei dir. Gucke ich mir kurz die Felder an. Die sind nämlich gesetzt worden hier alle. Warum verschwinden denn die Stöcke hier nicht? Hä? Normalerweise verschwinden die doch. Naja, vielleicht will er das ja noch machen. So, einmal schlafen. Ja, schade, ey. Die Quest hätten wir in der nächsten Jahreszeit gebraucht. Oh. Ein Adliger war auf der Durchreise durch dein Dorf. Er hat vor deinen Augen seine Geldbörse verloren. Was wirst du tun? Gib es deinem Volk. Also ich würde sie mir zurückgeben. Vor allem, weil wir Reputationspunkte brauchen. Aber dann wären wir bei minus 5 Stimmung. Und ich weiß gerade nicht, wie meine Einwohner aussehen. Ob die dann unter 50% fallen. Wobei das eigentlich nicht schlimm wäre, ne? Oder wir geben es dem Volk und dann hätten wir plus 10 Stimmung. Was mache ich? Gebe es dem Adligen zurück oder gebe es meinem Volk? Ich glaube. Also für mich gibt es eigentlich nur eins oder zwei als Auswahlmöglichkeit. Die Frage ist nur. Ich würde es eigentlich gerne meinem Volk geben. Hätten die plus 10 Stimmung. Die 100 Dynastie-Reputation, die kriegen wir schon irgendwie durch Nebenquests zusammen. Ich glaube, ich gebe es meinem Volk, ja. Oh, wir geben es unserem Volk. Alle Dorfbewohner bekamen 10 Stimmung. Poggi. Huch. Haben wir zu zweit hier drin geschlafen mit unserem Kind? Inga. Die war wohl kalt die Nacht, ha? So. Huch. Ich muss mal reparieren, glaube ich. Mal wieder. Ah, ja, das sieht ja aus. Stroh. Und Stöcke ein paar. Ah, jetzt haben wir sogar Kalkstein hier drunter. Sehr schön. Aber warum nur Kalkstein? Warum kein Eisen und Salz und so? Da kommt das woanders. Ach nee, Ton.
6 Stück. Ich mal gucken, ob ich was verkleiden kann damit. Was ich denn doch gar nicht versaut. So. Na gut, ich gehe mal ein bisschen reparieren. Es scheint wohl notwendig zu sein. Oha, hier brauchen wir sogar Rundholz. Okay. Judy. Der Dreier denn beim Haus, ja. Ja gut, aber dafür konnte ich ja nichts. Das war, das lag am Spiel. So, warte mal, einmal Rundholz brauchen wir. Ist was da? Rundholz 10. Brennholz 7. Also irgendwas klappt hier nicht. Das dürfte gar nicht sein. Dass mein Rundholz nicht weiterverarbeitet wird. Irgendwie klappt das nicht. Das fragt mich mal warum, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben davon nicht mal einen Clip, ne? Von der Stelle mit dem Dreier in dem NPC-Haus. Ich frage mich trotzdem, warum es nicht geht. Ich habe doch 2 Holzfäller. Wieso funktioniert das nicht so, wie ich es mir denke? Ich verstehe das nicht. So, warte mal ganz kurz. Wie sehen die Häuser denn generell aus? Sonst sind alle gut, ne? Gut, haben wir erstmal dabei, würde ich sagen. Jagen. Ich finde, eigentlich liegt der Speer schon relativ ruhig. Aber ich werde den hier noch mitnehmen. Na, hallo, Jit. Hasenfall ist voll. Kaninchen rausnehmen hier. So. Und die Vogelfalle. Zack. Warum bauten die kein Dings ab? Salz. Das Salz ist von uns, glaube ich, ne? Vielleicht lasse ich mal bei mir gerade. So, aber ich wollte mir das ja angucken mit dem Lehm. Oder Ton. So, warte mal. Wie mache ich denn das? Aufrüsten? Wahrscheinlich so, warm. Ich weiß gar nicht, ob das reicht mit den 6. Achso, Lehmbewurf. Wie mache ich denn das jetzt so? Also ich habe jetzt Ton in der Tasche. Wie mache ich denn daraus jetzt Lehmbewurf? Freischalten muss ich das nicht. Ich habe es zumindest irgendwo gesehen. Nee, mein eines Kind muss ja erstmal erwachsen werden oder jugendlich, damit wir überhaupt wieder ein Kind machen können. Ach, Turm plus Mist. Oh, dann kann ich das ja noch gar nicht machen. Ach, schade. Ich habe noch keinen Mist. Ich habe ja noch keine Stille. Na gut, dann sammle ich das erstmal weiter. So. Ach so, ich wollte doch eigentlich, fällt mir gerade ein, ich hatte das doch freigeschaltet, Steine und Brennholz. Okay, warte mal. Ich habe doch jetzt endlich dieses eine Lagerfeuer freigeschaltet. Und meine Bäume wachsen auch endlich nach.
Vergammelte Lebensmittel geben auch Mist. Okay, ich habe bisher noch keine vergammelten Lebensmittel gesehen bei uns im Lager, muss ich sagen. Nee, alles gut. Geh doch schlafen, wenn du müde bist. Und muss ich da nicht entschuldigen bei mir. Oh. Hallo? Baum? So, zack. Und zack. Wie viel brauchte ich jetzt so? Für ein Lagerfeuer? 6 Brennholz. Ich nehme mal noch was mit. Da gehen 2 in den Wald. Seht ihr das? Was die da wohl treiben? Vergammelte Lebensmittel geben auch Mist. Ich guck gleich mal nach, ob ich das vielleicht einfach bisher noch nicht gesehen habe. So, dann brauche ich noch Steine. Die haben wir aber... Wo haben wir die? In der Schmiede haben wir die. Schmiede. Wir brauchen 6 Stück. Subido. Zack. Wohin soll ich denn fliegen, André? Wohin soll ich denn fliegen? Außer zu meiner Inga ans Haus. Ich mag unser Dorf, by the way. So, 6 Steine. Mhm. So. Ich glaube, ich mache das wieder hier hin. Oh, halt, ich brauche 12 Steine. Upsi. Mein Fehler. Ich dachte, waren 6. Hallo? Truhe? Ist ja wie abgezählt gewesen. Alles klar, André. Dann schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. So, ich... Machen wir das hier. Ich wollte ja echt super gerne auch Bänke drum haben, ne? Das ist halt eine echt dumme Stelle eigentlich. Das hier müsste flach sein. Terraforming wäre natürlich auch richtig nice, wenn das gehen würde. Ich glaube, ich mache das dann einfach hier hin. Hier so. Oder? Ich glaube, das ist cool. Hier so. Ja, sehr cool. So, dann haben wir das auch. Oh, Grabungsschuppen 2. Okay, nice. So, das ist mal wegpacken. Ob ich mal einfach die Bänke jetzt freischalten soll? Bin mir das jetzt schon so lange vor. Wo habe ich denn die aber gesehen gehabt? Ich glaube, hier hinten... Irgendwo, dachte ich, zumindest. Baum aus Eisen, Spitzhacke. Spitzhacke müssen wir uns auch obwohl dafür haben. Doch, ich nehme die mal mit. Hä, wo habe ich denn das gesehen? Was hier? Oder war das hier? Nee, hier. Hier, oder? Holztisch. Holzzaun. Ich will keinen Schemel. Ich will auch keinen Tisch. Ich will Bänke. Gibt es Bänke überhaupt? Ja, hier. Na gut. Dann halt nicht. Okay, so. Warte mal.
Schnelleres Kochen wäre auf jeden Fall Poggi. Na gut, dann kann ich halt noch keine Bänke bauen. So. Achso, genau. Ich würde schauen, ob ich verdorbene Lebensmittel habe. Die würden doch rein theoretisch auch hier drin liegen dann, oder? Und so viel Fleisch hier. Oh, sieht voll gut aus. Das Steinfeuer. Voll nice. Ich würde gerne ein Gebäude bauen, aber ich weiß nicht welches. Ich glaube, eine Jagdhütte 2 kann ich noch nicht machen. Das wäre eigentlich auch ganz gut, damit wir Salzfleisch herstellen können. Wir könnten ja auch einen Schweinestall bauen, aber ich glaube, das wäre noch zu früh, ey. Sense, Sense. So. Warte mal, geht das hier eigentlich auch schneller dann? Nee, oder? Dann könnte ich hier ein bisschen skillen. Der soll mal schön mit seiner Sense die anderen Sachen machen gehen. Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln. So. Sehr schön. Huch. Los, nimm deine Sense und mach die anderen Sachen. So. Wie läuft der denn mit der Sense? Ach, jetzt düngt sie das schon. Okay. Na gut. Oh fuck, ich bin ja überladen. Haben die alles andere denn auch schon abgebaut? Die Karotten müssten... Doch, Karotten und Zwiebeln haben sie schon abgebaut. Ja. So, wir müssen irgendwie noch ein bisschen skillen. So, Kohlsamen, Zwiebelsamen kann ich eigentlich verkaufen. Ach, Roggen haben wir auch drin, okay. Ich überlege gerade, eigentlich können wir das verchecken hier alles. Da soll man den Flachs abbauen. Hoch, Hallo, hallo.
Gut, nochmal verkaufen gehen. Mir fällt ein, ich glaube, ich muss mal zum Jäger nach hinten gehen. Wir mussten uns nach diesem einen Typen da erkundigen gehen. Ich habe nur leider seinen Namen vergessen.